Also, es ist dieser junge Butler. Ich weiß, was du gerade denkst. Auch ich konnte es erstmal nicht glauben. Aber die Beweise und die Umstände deuten allesamt auf diesen Butler. Er oder sie muss die Hexe sein. Zumindest dann, wenn der Test steht, dass der magische Kristall wirklich eine Fälschung ist. Aber falls stimmt, dann war der Viktorsmörder ja ebenfalls. Ja, das war auch Erlington. Nein, das kann nicht wahr sein. Er würde so etwas doch niemals antun. Sophie? Ich kenne Jean. Er zeigt stets großen Respekt zu seinem Meister, Herrn de Victoire. Jean hat ihn nicht umgebracht. Ich bin mir da sicher. Jean Erlington, seid ihr wirklich derjenige, für den man euch hält? In diesem Prozess gibt es nur noch zu viele unbekannte Faktoren. Ah. Das ist ja Luke. Es tut mir schrecklich leid, Frau Fräulein Maya. Was ich getan habe, ist unverzeihlich. Was redest du da, Luke? Du hast nichts anderes getan, als vor Gericht auszusagen, was du gesehen hast. Ich hätte ihnen vertrauen sollen. Naja, jetzt vertraust du uns doch, oder? Fräulein Maya. Auf jeden Fall bedanken wir es dir, Luke, dass wir an dieser neuen Information gelangen konnten. Du verdankst es mir? Na klar, du hast Cookie aussagen lassen. Das war eine großartige Idee. Ich wünschte, ich könnte auch mit Tieren sprechen. Ich wünschte es für dich auch, Sophie. Oh ja, ich würde mich so gern mit Nora unterhalten. Also Luke, wirst du uns beibringen, wie das geht? Bitte, bitte, bitte. Ja klar, ich kann es zumindest versuchen. Hurra, das ist jetzt aber ein Versprechen, oder? Herr White? Ja, was gibt's, Luke? Macht es Ihnen etwas aus, wenn ich mich vor nun an ihn anschließe? Überhaupt nicht, Luke. Ich habe während des Prozesses realisiert, dass in diesem komischen Stadt sogar das, was mir in eigenen Augen sehen, nicht unbedingt real sein muss. Und deshalb gebe ich noch nicht auf. Der Professor, ich weiß, er wird zurückkehren. Wir können nicht einfach aufgeben. Weißt du, genau darüber habe ich auch nachgedacht. Echt? Ich habe das Gefühl, dass er wieder auftaucht, wenn wir ihn in Schwierigkeiten geraten und uns hilft. Ich meine, wir reden hier von Professor Layton. Genau. Und ich erinnere dich an die Worte des Professors. Wende dich der Zukunft zu, schau immer auf die Sonnenseite. Ich glaube, es war nicht der Professor, der diese Worte gesagt hat. Verteidiger, Angeklagte, die Pause ist vorüber. Kehrt in den Gerichtssaal zurück. Dann mal los. Zeit, diesen Prozess zu Ende zu bringen. Oh, ich habe etwas für Sie, Herr White. Hier, nehmen Sie das. Vielleicht können Sie im Prozess damit etwas damit anfangen. Ein Brief, hm? Mal sehen, wer ihn geschrieben hat. Moment mal. Leonard de Victoire? Da sind ja einige Pergamentseiten drin, aber sie sind alle leer. Der Professor und ich haben ihn gefunden, als wir auf dem Weg zum Schöpfer waren. Danke, Luke. Je mehr Informationen wir haben, desto besser. Gern geschehen. Ich habe keinen Beweis, dass John Erlington... Ich habe keinen Beweis, dass es John Erlington war, der oder die Professor Layton in Gold verwandelt hat. Selbst wenn der magische Kristall nicht echt sein sollte, ist das noch lange kein entscheidender Beweis. Ich weiß nicht, was als nächstes passiert, aber ich weiß, dass diese Schlacht angenehm lange nicht vorbei ist. Wieso sage ich angenehm, hä? Wir werden nun den Prozess gegen Maya Fey fortführen. Das Gericht bestätigt, dass die Abteilung für okkulte Verbrechen die Untersuchung abgeschlossen hat.
Sie haben die zwei magischen Kristalle des Exenstabs ausgiebig überprüft. Der Goldor-Kristall schwamm auf dem Wasser, doch der jener für Umbra versank. Es wurde gesagt, dass wahre magische Kristalle auf reinem Wasser schwimmen, oder nicht? Folglich wurde dem etabliert, dass der Umbra-Kristall alle eine Fälschung ist. Ruhe, Ruhe, Ruhe im Gericht. Selbstverständlich beweist das nicht, dass Goldor benutzt wurde. Nichtsdestoweniger. Die Hypothese der Verteidigung scheint nun glaubhafter. Das Hohegericht räumt die Notwendigkeit ein, um dem nachzugehen. Ihr habt keine Einwände, oder Inquisitor Flamberg? Nein, Hohes Gericht. Nun gut, geleitet den Zeugen in den Saal. Zeuge, so nennt bitte eure Namen und eure Zunft. Mein Name ist John Ellington. Ich habe Meister der Victoria gedient. Seit seinem Tode habe ich seine Wohnstätte gepflegt und seine Forschungsmaterialien sortiert. Ich weiß nicht, was es ist, aber etwas ist heute an Ellington anders. Zeuge, es besteht Bedarf, zunächst eine Frage zu klären. Wie euch gewiss bekannt ist, wurdet ihr beschuldigt, eine Hexe zu sein. Demzufolge ist dies unerlässlich, dass ihr uns diese Frage beantwortet. Seid ihr ein Junge oder ein Mädchen? Bitte haltet ein. Wieso, was geht hier vor? Vergebt meine Forschheit, hohes Recht, aber im Moment habe ich nicht vor, diese Frage zu beantworten. Wieso versagt ihr uns diese Antwort, Zeuge? Ich habe den Verlauf dieses Prozesses von der Galerie aus verfolgt. Also bin ich mir über abstrusen Anschuldigungen im Klaren. Alchemie, das Handwerk der Meister der Viktor nachging, beschäftigt sich mit den Regeln, die die Natur beherrschen. Als jemand, der Meister der Viktor assistiert hat, wage ich zu behaupten, dass eure Theorie weder logisch noch unmöglich ist. Einspruch! Der Hexenstab wurde durch ein Portal an den Ort des Verbrechens geworfen, das mit dem Zauberspruch Goldor geschaffen wurde. Das Portal kann nun von eurem Zimmer aus geöffnet worden sein. Darüber hinaus wurde eine Wand eures Zimmers grün gestrichen. Ich denke, es steht jedem frei, seine Wände in der Farbe zu streichen, die ihm beliebt. Davon abgesehen, eure Theorie beruht darauf, dass ein anderer magischer das Teil eine Fälschung ist. Das mag sich als wahr gewesen haben. Aber eine Frage blieb bestehen. Wo ist der echte magische Kristall? Er muss mit der Fälschung vertauscht worden und irgendwo versteckt worden sein. Ich fürchte, das ist unmöglich. Wieso? Wenn wir davon ausgehen, dass die Hexe den Zauberspruch Goldor benutzt hat, würde das bedeuten, der Kristall wurde ausgetauscht, nachdem das Portal geöffnet wurde. So sagt mir, wann und wo hätte die Hexe den Kristall beseitigen können? Ich sehe, worauf ihr hinaus wollt. Mehrere Zeugen folgten den Ereignissen und die Ritter der Rittinquisition trafen augenblicklich am Ort des Geschehens ein. In diesem Zeitraum hat niemand die Residenz verlassen und sie wurde akribisch durchsucht. Es versteht sich, dass es auch mein Raum durchsucht wurde, obgleich es hier nichts zu finden war, da ich kaum Besitztümer habe. Trotz Untersuchungen wurde nichts gefunden, das einem magischen Kristall gleicht. Ich versichere euch, wir haben nichts übersehen. Ich bin gewillt, dies bei meiner Ritterehre zu verschwören. Also, Herr White, wenn ihr mich als Hexe anklagen wollt, solltet ihr nicht zuerst beweisen, dass eine Verbindung zwischen mir und dem verschwundenen magischen Kristall besteht? Zudem würde ich es begrüßen, wenn ihr diese Angelegenheit logisch klären würdet, wie ein Alchemist dies zweifellos tun würde.
Die Residenz wurde durchsucht, kurz nachdem das Verbrechen verübt wurde. Wenn der Kristall nicht gefunden wurde, heißt das, Erlington hat ihn irgendwo versteckt. An einem Ort, an dem die Ritter der Inquisition nicht suchen würden. Wo kann das sein? Der Zeuge hat dies gut erörtert. Was hat die Verteidigung zu erwidern? Die Ritter, die Meister der Victoria-Residenz durchstöbert haben, waren nicht auf der Suche nach einem magischen Kristall. Deshalb gibt es einen Ort, den sie bei der Suche nicht berücksichtigt haben. Hochinteressant, ihr geht euch einfach nicht geschlagen, beeindruckend. So sagt uns doch einfach, wo sich der magische Kristall befindet. In Erlingtons Besitz. Kern der Victorias Residenz wurde gründlich durchsucht. Der Kristall wäre sicher gefunden worden. Ihr hattet es erwartet und verstautet ihn in einem sicheren Versteck, von dem ihr wusstet, dass der Ritter es nicht beachten. Ein sicheres Versteck? Sagt ihr, so, und wo soll dieses mysteriöse Versteck sein? Der Kristall ist irgendwo an Herr Erlington. Was? Er ist im Besitz des Zeugen? Nun sagt nicht, der Zeuge hat ihn in seiner Tasche. Ihr ratet bloß, nicht wahr? Ihr denkt, ihr könntet einfach alles sagen, was ihr wollt. Ganz nebenbei. Ich fürchte, meine Kleidung hat keine Taschen. Dies ist das zweite Mal, dass ich Erlington heute sehe. Und beide Male hatte ich das Gefühl, dass etwas nicht stimmt. Vielleicht liegt es an mir. Aber es könnte auch mit dem Verbleib seines Kristalls zu tun haben. Verteidigung, zeigt dem Hohen Gericht das Verbleib des Kristalls. Wo hat der Zeuge eurer Meinung nach den magischen Kristall am Tag des Verbrechens versteckt? Das Halstuch. Hier! Zeuge? Wir haben euch das erste Mal in Herrn Victorias Residenz getroffen. Damals hattet ihr einen Amethyst an eurem Kragen befestigt. Oh, das ist richtig. Herr Erlington trägt diesen Stein immer. Alchemisten sprechen Amethysten positive Energien zu. Amethysten sind violett. Aber wie ihr euch heute Morgen im Badraum getroffen haben... war der Edelstein, den ihr getragen habt, grün und nicht violett. Und jetzt, wo ist der geblieben? Wo ist dieser Amethyst, den ihr angeblich immer tragt? Einspruch! Wartet, einen Moment bitte. Der Zeuge trägt einen violetten Edelstein. Stimmt etwas nicht, Inquisitor Flamberg? Bei unserem Eintreffen am Ort des Verbrechens kam der Zeuge aus der Residenz, um uns zu begrüßen. Ich entsinne mich eines Edelsteins am Kragen des Zeugen, aber dieser Edelstein war grün. Grün! Amethyste sind nicht grün. Allerdings verwechseln Amateure oft Prasiloiden mit Amethysten, aber das tut nicht zur Sache. Herr Erlington, ihr habt versucht, die Schuld der Angeklagten zuzuschieben. Um das zu erreichen, habt ihr den Goldtor-Kristall mit einem normalen Edelstein vertauscht. Wir gingen davon aus, dass die Hexe, die er im Vektor getötet hat, den Zauber Umbra benutzt hat. Ihr wusstet, dass ein Hexenstab mit einem Goldtor und einem Umbra-Kristall am Ort des Verbrechens den Verdacht erwecken würde, die Anklagte hätte beide Verbrechen verübt. Und genau das ist geschehen. Das Mädchen, das am Ort des Verbrechens gefunden wurde, wird des Mordes der Victoire und Herr Leighton beschuldigt. Das war euer Plan. Ihr habt Goldtor-Kristall aus dem Stab entfernt und euren Amethyst eingesetzt. Dann habt ihr den Goldtor-Kristall an eurem Kragen befestigt. Als wir euch kurz nach dem Vorfall eingetroffen haben,
trug dir deshalb einen grünen Edelstein. Der bloße Gedanke, dass dies in Wirklichkeit ein magischer Kristall ist. Ruhe! Ruhe! Zeuge, entspricht das der Wahrheit? Das sind reine Mutmaßungen. Ich denke nicht, dass ihr dafür irgendwelche Beweise habt. Wie dem auch sei. Ich muss gestehen, dass ihr eine logische Verbindung zwischen mir und dem fehlenden magischen Kristall hergestellt habt. Von daher werde ich eure Fragen beantworten. Nun gut, ich werde die vorherigen Fragen wiederholen. Zeuge, nennt bitte euren Namen, eure Zunft und zu guter Letzt euer Geschlecht. Mein Name ist Jean Erlington. Ich habe dem kürzlich verstorbenen Herrn de Victoire gedient. Wie ihr seht, trage ich die Kleidung eines Butlers. Doch was die Verteidigung behauptet, ist richtig. Ich bin ein Mädchen. Ein Mädchen? Unglaublich. Nanu, der Butler ist ein Mädchen. Ruhe im Gericht. Jean Erlington, wollt ihr Gericht gestehen, dass ihr in Wirklichkeit weiblich seid? Ja. Aber hier in Labyrinthia war der Meinung, ihr seid ein Junge. Habt ihr das gehört? Der Butler ist ein Mädchen. Macht ihr das nicht zu einer Magd? Ich wusste, er sieht verdächtig aus. Ich meine, sie. Ihr wisst doch wieso, oder? Denkt nach. Dieses Alchemiezeug ist sehr verdächtig. Hört ihr das? Hört ihr die widerlichen Spekulationen und Anschuldigungen? Alchemisten streben nach dem Verständnis der Regeln, die Natur bestimmen. Aber für die Bürger hier ist Alchemie in keiner Weise anders als Magie. Wäre ihnen gut bekannt gewesen, dass ich ein Mädchen bin, hätten sie mich als Hexe gesehen. So war Meister de Victoire besorgt und wohl mein Wohlbefinden. Er meinte, es wäre für mich sicherer, mich als Junge auszugeben. Mit anderen Worten, ihr gesteht ein Mädchen zu sein, aber verneint es, eine Hexe zu sein? Das dürfte jetzt jedem klar sein. Sie wusste, dass sie ihr Geschlecht nicht weiter verheimlichen könnte, sobald es hinterfragt wird. Deshalb hat sie zugegeben, dass sie ein Mädchen ist. Es war die am logischsten erscheinende Wahl für sie. Inquisitor Flammenberg, gestattet ihr mir eine Frage. Wurden alle Beweise im Fall der goldenen Gentleman bereits vorgebracht? Wieso verlangt ihr nach diesem Wissen? Wie es aussieht, habt ihr keinerlei Beweise dafür, dass ich eine Hexe bin. Angesichts des Mangels an sachlich-dienlichen Beweisen würde ich mich wieder an meinen Aufgaben widmen wollen. Was meint ihr zu diesem Versuch, Inquisitor Flammenberg? Es ist erwiesen, dass zwei Kristalle vertauscht wurden. Allerdings könnte dies auch die Angeklagte getan haben. Einspruch! Maya hatte keinen Grund, die Kristalle zu vertauschen. Hier ist ein Gericht. Wir müssen nicht zwangsläufig die Gründe eines Verbrechens verstehen. Was? Diejenigen, die wir hier errichten, sind nicht die ihrer Welt. Sie sind Hexen. Es ist gar unmöglich für einen Menschen zu verstehen, wie so Hexen handeln, wie sie es tun. Gibt es nicht, dass wir tun können, dass uns weitergeht mit Maya? Flammenberg hält Maya weiterhin für eine Hexe. Wir sind so weit gekommen. Und jetzt fühlt es sich an, als wären wir wieder am Anfang. Es hat den Anschein, als gäbe es keine weitere logische Entschuldigung gegen mich. Also, wenn ihr mich entschuldigt, ich habe nichts gegen Erlenken, im Fall von Professor Layton kurz vorzuweisen. Aber, soll ich sie einfach gehen lassen?
Scheiße. Fragen zu einem anderen Fall stellen. Scheiße. Zum Fall vom Professor wird keine weiteren Fragen offen. Was kann ich also sonst tun? Es gibt eine Möglichkeit. Frau Erlenken, ich muss euch bitten, den Zeugenstand nicht zu verlassen. Habt ihr denn noch weitere Fragen? Eure Aussage ist noch nicht zu Ende. Es gibt noch etwas, das ihr uns sagen müsst. Herr White, ich fürchte, ich kann euch nicht helfen. Ich habe euch alles erzählt, was ich über diesen Vorfall weiß. Ich fürchte, ihr irrt euch, Frau Erlenken. Euer Ehren, diese Zeugin soll nicht zu Professor Laytons Unglück aussagen, sondern vielmehr zu dem Vorfall vor 3 Monaten, genauer gesagt Herrn de Victoires Tod. Da sie damals als Butler in der Residenz des Verstorbenen gelebt hat, muss sie von den Ereignissen an dem Tag berichten. Über Herrn Victoires Tod? Die Tatsache, dass einer der magischen Kristalle ausgetauscht wurde, lässt nur einen Schluss zu. Beide Verbrechen, sowohl der Mord Herrn Victoire als auch die Verwandlung von Herrn Layton, sind das Werk einer Hexe. Die Wahrheit über den Tod des Alchemisten könnte die Lösung dieses Falls sein. Was meint ihr, Inquisitor Flamberg? Ich stehe euch hierbei nicht im Weg. Herr Blaurock, die Inquisition hat keine Einwände. Inquisitor Aloy Flamberg, es scheint, ihr habt eure unnachgiebige Überzeugung verloren, die die Bürger so schätzen. Nun steht ihr hier und lasst euch von diesem frisch gebackenen Verteidiger an der Nase herumführen. Es ist schwer zu glauben, dass ihr all das unbeirrbare Schwert der Gerechtigkeit bekannt wurdet. Denkt eure Besonnenheit. Ihr kennt mich zu schlecht, Zeugen. Denkt ihr, mein Name und Ruhm sind mir wichtig? Es ist diese Stadt, für die ich kämpfe. Herrn de Victoires Ableben ist der einzige Fall, der so lange ungelöst blieb. Jean Erlenken, ihr sollt eine Aussage dazu machen. Wie von der Verteidigung und Inquisition verlangt, wird die Zeugin über den Tod des Ehrenwerten Herrn de Victoires aussagen. Weitere Fragen? Nein, Hohes Gericht. Das Hohe Gericht möchte aber eines deutlich machen. Sollte nicht nachgewiesen werden, dass John Erlenken eine Hexe ist, wird die Verteidigung, wie die Verteidigung behauptet, wird das Hohe Gericht Maya Fey unwiderruflich schuldig sprechen, und zwar für beide Verbrechen. Ist das klar? Ihr habt keine Wahl, Herr Blaurock. Wenn ihr nicht wünscht, dass der Prozess hier endet, zieht euer Schwert und bereitet euch auf eure Schlacht vor. Aber diese Gegnerin ist eine wahre Hexe. Das ist ein Glücksspiel um Mayas Leben. Nick! Nick! Maya. Keine Hexe schlägt dich vor Gericht. Du bist ein Spitzenanwalt. Schon vergessen? Also, auf in die Schlacht! Die Verteidigung akzeptiert diese Bedingung. Die Verhandlung kann weitergehen. Inquisitor Flamberg, ihr könnt beginnen. Wir fangen mit einem kurzen Überblick über die Geschehnisse an. Vor etwa 3 Monaten wurde Herr de Victoires, der Alchemist, in finsterer Nacht ermordet. Das Verbrechen geschah in seiner Studierstube, so wie dieses auch. Die Stube war von innen verschlossen. Das Opfer saß noch in einem Stuhl am Schreibtisch, daher ist davon auszugehen, dass er arbeitete, als es geschah.
Es waren deutliche Würgemale an seinem Nacken sichtbar. Oh. Hier scheint etwas aus seinem Mund zu reden. Ist das Blut? Ja, höchstwahrscheinlich. Das Opfer hat wohl auf seine Zunge gebissen, als es mit seinem Angreifer gekämpft hat. Und ihr habt zuvor erwähnt, dass irgendein weißes Pulver überall am Boden verteilt war, richtig? Ja, daher hatten wir erwartet, dass der Täter Fußabdrücke hinterlassen hätte. Allerdings gab es keinerlei solche Abdrücke. Der Täter muss sich dem Opfer genähert haben, ohne auf den Boden zu treten. Nachdem der Victoire getötet hat, verließ der Täter die Stube, ohne die Tür zu öffnen. Was? Zweifellos muss die Tat mit Hilfe von Hexerei verübt worden sein. Die Leiche wurde am nächsten Morgen vom Butler entdeckt, Frau Erlenken. Die Leiche wurde von Erlenken entdeckt? Danke, Inquisitor Flamberg. Die Gerichtszeichnungen werden den Beweisen hinzugefügt. Nun, Zeugin, macht eure Aussage. Berichtet uns von den Ereignissen der Nacht des Verbrechens. Vom Abend zuvor bis zu dem Moment, in dem ihr die Leiche fandet. Zeugenaussage. Die Nacht des Verbrechens. Gegen 1 Uhr nachts habe ich mich aus der Studierstube von Meister de Victoire zurückgezogen. Als ich am nächsten Morgen Frühstück bringen wollte, war die Tür zu seiner Studierstube versperrt. In diesem Moment kam ein Nachbar zu Besuch, also haben wir die Tür gemeinsam geöffnet. Alle Tränke und Erfindungen an der Studierstube wurden konfisziert. Ich frage mich, ob sie auch gut verstaut wurden. Tränke und Erfindungen wurden konfisziert? Das Opfer war immerhin ein Alchemist. Wir hatten gehofft, die Gegenstände könnten uns wichtige Hinweise geben. Außerdem sollten solche Dinge nicht in die falschen Hände geraten. Es mag nicht die normale Praxis sein, aber hier notwendig. Die konfiszierten Güter werden in unserer geheimen Kammer gelagert. Die einzige Person, die diese betreten kann, ist Frau Gloria, die Großinquisitorin. Das hat mir große Schwierigkeiten bereitet, da ich deshalb die Forschungsarbeiten des Meisters nicht ordnen konnte. Die konfiszierten Güter werden schnellstmöglich nach der Aufklärung dieses Verbrechens zurückgebracht. Ich zähle die Stunden bis zu diesem Zeitpunkt. Verteidigung, es ist euch gestattet, die Befragung zu beginnen. Die Nacht des Verbrechens. Und ich würde sagen, das machen wir erst in der nächsten Folge, denn diese Folge ist zu Ende. Und ich möchte gerne in der nächsten Folge wieder ein bisschen für Spannung sorgen, dass Phoenix wieder die Macht, wieder das Ruder in der Hand hält. Deshalb bleibt mir gewogen und bis morgen. Ciao!